Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Nummer 12, Gewährung einer einmaligen Sonderzahlung aufgrund der Corona-Krise für Studierende mit einem Ausbildungsvertrag mit der Landeshauptstadt Dresden. Es ist ein eindeutiger Ausschussbericht. Ein Redner ist gemeldet. Herr Pinkert, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Es geht hier um eine Sonderzahlung für Studenten, genannt hier Studierende, klingt doof, aber naja. Also, es sollen jetzt so eine Art Corona zusätzliche Gelder an Studenten der Landeshauptstadt Dresden oder ehemalige Studenten ausgezahlt werden. Und da fällt einem als erstes eigentlich ein, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Die derzeitige monatliche Vergütung, ist ja kein Geheimnis, liegt bei 1.400 Euro für diese BA-Studenten, also Berufsakademie-Studenten in Meißen. Das Durchschnittslehrlingsentgelt liegt in Deutschland derzeit bei 987 Euro. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich getrieben durch die Altbundesländer. Die verdienen teilweise sehr gut. Also muss man im Endeffekt sagen, unsere Studenten hier, die in Dresden, also bei der Landeshauptstadt angestellt sind, verdienen schon sehr, sehr gut. Ja? Demzufolge haben sie es wahrscheinlich extrem nötig, noch eine zusätzliche Vergütung zu bekommen. Dazu haben unsere Studenten von der Landeshauptstadt 30 Tage Urlaub. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in der freien Wirtschaft arbeitet. Das sind ja hier in diesem Rat leider nicht viele, die nicht bei der Politik angestellt sind oder bei der Stadt oder Ähnlichem. Also ich kann Ihnen sagen, der Großteil der in der freien Wirtschaft ist, träumt vielleicht von 30 Tagen Urlaub, wenn er anfängt zu arbeiten. Hat man vielleicht irgendwann mal erreicht, wenn man lange in der Firma dazugehört. Wenn hier von der CDU-Seite kommt, hey, dann merkt man gleich auch nicht dort gearbeitet. Ja? 1.400 Euro sind ungefähr 140 Stunden beim Arbeitsvertrag im Niedriglohnsektor. Das heißt, der Student erhält geringfügig weniger als derzeitige Vollzeitbeschäftigte im unteren Lohnsektor. Unterer Lohnsektor, können Sie sich vorstellen, wer sind das? Die, die sauber machen, die, die zum Beispiel uns bewachen hier draußen, ja? Die, die Sicherheitsdienste spielen müssen. Ja, also viel Servicepersonal. Jetzt können Sie sagen, naja, aber wenn ich das ausrechne und so weiter und so fort, Mindestlohn, Sie werden sicher mitbekommen haben, dass die meisten, zum Beispiel Reinigungskräfte, vom ehemaligen Stundenlohn umgeswitcht wurden auf Objektlohn. Ja? Aber davon haben Sie noch nichts gehört. Das wissen Sie nicht, na, wie sowas umgangen wird. Also grundsätzlich, welchen finanziellen Mehrbedarf sind entstanden für die Studenten durch Corona? Sie haben teilweise sogar dazu verdient, weil sie im Gesundheitsamt am Wochenende oder in Nachtschichten eingesetzt wurden. Ja? Das nächste ist, unsere Studenten, die ein BA-Studium absolvieren oder absolviert haben, haben eine sichere, krisenfeste Ausbildung und auch eine sichere Übernahme. Fragen Sie mal andere BA-Studenten, die in der freien Wirtschaft sind, ob das so ist. Ja, vielen passiert das, dass sie studieren und ihre Firma in Insolvenz geht während des Studiums. Ist mir selber auch passiert, war ich auch betroffen. Ganz tolle Geschichte. Dann stehen Sie da, Sie kriegen gar kein Geld für 3 Monate. Und hoffen dann, dass sie Insolvenzausfallgeld erstmal bekommen, anteilig. Ja? So. Also, im Endeffekt, Geld für eigenes Klientel, natürlich beschließen wir das jetzt nach der Wahl. Ja? Gegenzug, Schwimmhallen werden teilweise geschlossen jetzt im Sommer. Und auch die Temperatur abgesenkt. Ja, alle haben wir nie geschlossen, so wie es jetzt ist. Wir haben immer oben Gurbitz geschlossen. Wir haben nie alle geschlossen, habe ich nicht gesagt. Frau Frohweser, Sie können sich dann melden und hier vorgehen und sagen, Sie sind die Schwimmhallenheizerin. Teilweise kürzere Öffnungszeiten, das müssen wir sowieso noch mal eruieren, warum zum Beispiel Luftball Dölzschen erst später aufgemacht hat. Ja, angeblich wegen fehlendem Personal, obwohl eigentlich, wer bei der Stadt angestellt ist, wird kaum seinen Job kündigen, weil so einen tollen, sicheren Job kriegen Sie nicht in der freien Wirtschaft. Kurzum, es wird gespart beim Bürger und demzufolge dem Finanzier des Stadthaushaltes. Sparen beim Bürger und sich selbst bevorteilen. Das ist wieder typisch.
abgehobene, dekadente Verwaltung ist das für mich. Siehe auch Verwaltungszentrum da drüben, Anmietung, Schulverwaltungsamt, geklüngelte Ausschreibung, wo es nur einen Anbietenden gibt, Klientelpolitik. Ja, und dann haben wir ja noch immer noch das Thema Corona. Im Moment sitzen wir alle kuschelig zusammen, haben wir im Oktober definitiv nicht mehr. Ja, Corona haben wir derzeit besiegt, trotz hoher Krankenrate unter den Geimpften. Hoffen wir, dass wir weiterhin gesund und munter bleiben in der schwersten Pandemie aller Zeiten. Und das, egal ob gesund, geimpft oder zwangsgeimpft, über erpresserische Maßnahmen. Danke. Das war die einzige zu diesem Tagesordnungspunkt gemeldete Wortmeldung. Wir kommen damit zum Schlusswort der Verwaltung. Herr Kollege Dr. Lames, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte dann doch noch sagen, worüber wir jetzt abstimmen, weil wir das nicht so erkennen konnten. Wir haben einen Grundsatz, dass unsere dualen Studierenden genauso vergütet und besoldet werden wie die des Freistaates Sachsen. Das haben wir hier miteinander beschlossen. Das liegt auch an dem Interesse der Landeshauptstadt Dresden, dort qualifizierte Fachkräfte zu bekommen. Und qualifizierte Fachkräfte zu bekommen heißt eben auch, junge Menschen mit Abitur anzusprechen und zu interessieren für diese Tätigkeit. Und wenn die auf der anderen Elbseite mehr bekommen als bei uns, dann ist natürlich schon ein Argument, dorthin zu gehen und nicht zu uns. Dem wollen wir entgegentreten und deswegen vergüten wir sie gleich. Im Übrigen wurde dann sehr viel noch weiter mittransportiert. Das reizt jetzt natürlich noch dazu zu sprechen, was die Reinigungskräfte angeht, möchte ich auch noch mal klarstellen. Wir prüfen bei jeder Vergabe von Reinigungsdienstleistungen, ob die vorgesehenen Arbeitskapazitäten, die den Reinigungskräften abverlangt werden für ihren Stundenlohn, ob das eine realistische Einschätzung ist. Und es gibt kein Kriterium, an denen so viele Bieter ausgeschlossen werden, weil sie da nämlich einen Fehler gemacht haben und falsche Kalkulationen machen. Die Reinigungskräfte werden von uns geschützt und natürlich auch, insbesondere auch dank Mindestlohn, ordnungsgemäß vergütet. Und in der Tat, da schließt sich dann der Kreis, wir wollen gute Beschäftigte. Diese dualen Studierenden sind dann nachher die berühmten Meißner in aller Regel, die schlicht und ergreifend das Rückgrat unserer Verwaltung bilden. Die arbeiten all die Sachen aus, die vom Stadtrat zu Recht verlangt werden, die von der Bevölkerung zu Recht verlangt werden und machen eine hochqualifizierte Arbeit bei uns und dafür verdienen sie ordentliche Vergütung. Und genau das, was Herr Pinkert angesprochen hat, genau das Problem, was zur teilweisen oder zur Öffnungszeitenverkürzung in Dölschen geführt hat, das sollten wir nicht haben, dass nämlich tatsächlich Personalmangel eintritt und die Leute woanders arbeiten. Obwohl wir Tarifzahlen in den Bädern, haben wir Schwierigkeiten, unsere Stellen dort zu besetzen. Und insofern, wehret den Anfängen, zahlt die Leute fair, und unsere Bitte, dem zuzustimmen, wie es auch der Ausschuss mit großer Mehrheit getan hat. Vielen Dank für die Klarstellung. Wir kommen damit zur Abstimmung. Ich rufe auf den federführenden Ausschussbericht und bitte um Abstimmung. Hat mit 45 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen bei 6 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 12 absolviert und